Wir sehen hier das Motorola Moto Joule. Das ist ein Nachfolger des Pebble-Handys und sieht auch recht ähnlich aus. Also es ist recht klein und handlich. Das Pebble sollte ja an so einen kleinen Kieselstein erinnern. Und so ähnlich ist eben dieses Handy auch vom Aussehen her gestaltet. Wir sehen hier hinten ist es lila. Ja, es ist ein Quadband-Handy, wie gesagt, recht klein, 90 x 48 x 16 mm und wiegt auch nur 95 Gramm. Hat allerdings auch keine besonders große technische Ausstattung, also es hat zwar GPRS, aber kein Edge, kein WLAN, kein UMTS. Immerhin hat es Bluetooth und USB und auch der Speicher ist immerhin erweiterbar mit MicroSD-Karten. Hier sehen wir den Akku. Hier sehen wir eine ja, recht hochwertige Tasche, die auch nochmal darauf hindeutet, für wen das Handy gemacht ist. Also es hat hier einen kleinen Spiegel und hier kann man wunderbar also dieses Handy unterbringen und gleichzeitig noch einen Lippenstift oder Mascara oder was auch immer man so dabei haben möchte. Dann haben wir hier einmal das Ladegerät. Das hier ist die Rückseite für das Handy. Ein USB-Kabel liegt ebenfalls bei. Und hier unten haben wir dann noch die üblichen Anleitungs- und Garantieinformationen.